Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Let's Go Evoli. Nun, nachdem wir Pokémon Liga Champ und stolze Besitzer des legendären Mewtwo sind, bleibt nicht mehr viel übrig hier in diesem Game. Für heute nehme ich mir jedoch vor, den Pokédex zu vervollständigen und ein paar Meistertrainer herauszufordern. Ja. Zuallererst kümmern wir uns jedoch um den Pokédex und dafür werde ich jetzt erst einmal alle Pokémon fangen, die wir übersehen haben oder einfach kein Glück hatten, weil sie nicht gespawnt sind. Und den Rest tausche ich mir aus der Edition meiner Freundin, die natürlich auch das Spiel gespielt hat, Pokémon Go aktiv gezockt hat und zum Glück besitzen wir auch noch Pokémon Let's Go Pikachu, also wir kommen auf diese Weise wirklich an alle Pokémon heran. Ich werde später auch nochmal ansprechen, welche Pokémon man nicht bekommen kann, jetzt aber erstmal der Reihe nach. Ihr merkt schon, das Ganze ist hier an dieser Stelle erstmal nachkommentiert, ja, also die eine Hälfte des Parts geht ums Pokémon-Fangen und ums Vervollständigen des Pokédexes. Das Kikliedes habe ich jetzt aus der Siegestraße, aus dem unteren Bereich, das taucht da manchmal auf, also es gibt keine wirkliche Wahrscheinlichkeit dafür, aber es taucht manchmal auf, genauso wie Nocturne, wenn man sich bei der Kampfarena für Kikli entschieden hat. Wir haben aber Nocturne genommen und deswegen taucht bei uns hier in diesem Spiel, diesem Let's Play von Pokémon Let's Go Evoli, Kikli unter dem Bereich der Siegestraße auf. Und das habe ich mir jetzt geholt, gefolgt von Enteron aus der Azuria-Höhle, wo ich erstmal dachte, dass wir das schon besitzen. Deswegen habe ich es in der letzten Folge nicht gefangen. Ich hatte irgendwie gedacht, dass wir dieses Enteron, was wir Aspirin genannt haben, schon längst weiterentwickelt haben. Aber ich habe dann gesehen, stimmt gar nicht, wir besitzen noch gar kein Enteron. Bisschen blöd gelaufen, aber jetzt habe ich zwei. Ja, ich wollte einfach, dass sich Aspirin auch noch weiterentwickelt. Hat er verdient. Er war ja auch lange Zeit in der Pension, hat sich da einen runtergechillt. Nee, das klingt falsch. Er hat gechillt. Und, ich wollte, dass er sich auch noch weiterentwickelt. Yo, ansonsten, viele, viele Pokémon, die noch Erfahrung brauchen, habe ich gelevelt im Kampf, kann man nicht wirklich sagen, aber im Fangversuch gegen Chanera. Logisch, Chanera gibt die meisten EP, deswegen könnt ihr ruhig in der Azuria-Höhle so viele von denen fangen, wie geht. So lassen sich alle Pokémon auf jeden Fall ordentlich leveln und eben entsprechend auch weiterentwickeln. Das Traumato entwickelt sich auf Level 26, das dauert unter Umständen ein bisschen. Myrapla auf Level 21. Wichtig zu wissen, Myrapla kann man in Pokémon Let's Go Evoli gar nicht bekommen. Das haben wir, oder habe ich aus Let's Go Pikachu rübergetauscht. Wenn euch das Ganze jetzt im Übrigen nicht interessiert, dann könnt ihr gerne auf circa 15 Minuten vorspulen, denn so lange geht es um Pokémon entwickeln und Pokédex vervollständigen. Danach folgt dann das Thema Meistertrainer. Hab die ganze Sache ein bisschen aufgeteilt, aber auf jeden Fall möchte ich beides in einen Part unterbringen. Ja, das an der Stelle, falls die meisten, die es nicht interessiert, schon längst weggeklickt haben, aber ja, alle die noch da sind, Ehre an euch. Jetzt wird erstmal der Blattstein eingesetzt auf Duflor, denn nur so entwickelt es sich weiter zu Giflor. Und dann haben wir auch diese Evolutionsreihe abgehakt. Momentan ist das Ganze natürlich noch nachkommentiert. Hat ein bisschen gedauert, die ganzen Pokémon zu fangen und weiterzuentwickeln, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Aber ab der Mitte, wo wir uns dann den Preis für den vollständigen Pokédex abholen werden, da ist dann alles wieder Live-Commentary, wie ihr es gewohnt seid. Nur hier habe ich mich auf jeden Fall für einen Zusammenschnitt entschieden. Ist, denke ich, auch besser so. Ich habe es auch so gut gekürzt, wie es nur geht. Merkt ihr ja, geht hier alles Schlag auf Schlag. Eine Entwicklung, ein Fang nach dem anderen. Und jetzt kommen wir zu Goldini auf Route 6. Ja, das wusste ich wirklich nicht, dass man das nur auf Route 6 fangen kann. Das ist die Route oberhalb von Orania City. Woher will man das auch wissen? Ganz ehrlich, ne? Ich habe das Pokémon sogar komplett vergessen. Wir hatten in irgendeiner Folge mal gerätselt, ja, welche Wasser-Pokémon fehlen denn eigentlich noch? Und ich glaube, ich bin nicht auf Goldini gekommen. Gibt wohl doch etwas mehr Wasser-Pokémon in dem Spiel als gedacht. Also, erste Gen hat schon ziemlich viele Wasser-Pokémon irgendwie. Ne? Und dabei kam halt raus, Goldini befindet sich wirklich nur im Wasser von Route 6. Und damals hatte man noch keinen Surfer. Und wieso sollte man nochmal auf die Route zurückkehren? Ne? Entsprechend sucht man das Goldini dann schon ein wenig. Aber der Pokédex hilft einem ja, wenn man das Pokémon bereits gesehen hat und das haben wir. Glücklicherweise, wie ihr seht, ist instant danach, eigentlich wollte ich da schon cutten, ein Golking aufgetaucht. So habe ich mir das Training gespart und konnte einfach dieses
Golking fangen. Jetzt habe ich zwar schon gespoilert, dass es funktioniert, aber auf der anderen Seite kann man sich das auch denken, denn wenn es misslungen wäre, hätte ich es rausgeschnitten. Also, da ist er. Weil es, glaube ich, nochmal ausgebrochen ist. Ja, das ist meistens so. Wenn du so eine scheiß Beere verwendest, dann geht's nicht. Und ohne Beere klappt's. Ich weiß nicht wieso, vielleicht habe ich einfach Pech, aber das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Selbst mit einer goldenen Himbeere. Das spielt absolut keine Rolle, ob es eine normale, eine silberne oder eine goldene ist oder Platin. Okay, Platin gibt's nicht, aber theoretisch. Es ist egal. Die gehen raus. Ohne Beere ist besser. Ist einfach so, Mann. Also ja. Goldini, Golking, beide beisammen. Und nun kommen wir zu Evoli, welches man auf... Welche Route ist das? 18? 19? Jedenfalls der Spazierweg, der früher der Radweg war. Dort spawnt Evoli. Schön immer mit Parfüm rumrennen, damit die Wahrscheinlichkeit von seltenen Pokémon erhöht wird, ne? Ist klar. Habe ich mir zweimal gefangen. Und dann die Evolutionssteine gedroppt, ist ja klar. Aber nicht vergessen, Leute, ihr könnt nur die ersten drei Evoli-Entwicklungen hier in diesem Spiel bekommen. Alle anderen existieren halt nun mal nicht. Aquana haben wir schon in einem vorherigen Part erschaffen, entwickelt, wie auch immer. Deswegen jetzt Flamara und Blitzer. Wir beginnen mit Flamara, wo mir aufgefallen ist, in der Pokémon-Box, finde ich, kann man das Icon von einem Flamara und einem Evoli mega verwechseln. Werdet ihr gleich sehen. Die sehen sich so super ähnlich. Aber man muss auch sagen, dass sich da gar nicht viel getan hat. Es hat halt einen Vollbart bekommen und einen dicken Schwanz. Und so eine Schönlingslocke. Ansonsten ist es immer noch ein normales Evoli. Ist das so? Ach nee, ich habe die schon... Ja gut, ich habe die beide schon hier... Oder nee, habe ich nicht. Siehst du? Ja, genau. Jetzt könnt ihr es gleich sehen hier. Ganz unten. Die sehen sich einfach verdammt ähnlich, die beiden. Oder? Übertreibe ich? Ich sehe es jetzt gerade auf einem größeren Screen. Ja, na klar, kann man einen Unterschied erkennen, aber im ersten Moment weiß man nicht so recht, welches welches ist. Egal. Donnerstein. Dann kriegen wir auch Blitzer, welches meiner Meinung nach, also auf jeden Fall von den ersten dreien so das Beste ist. Zumindest wenn man offensiv spielen will. Ja, also Blitzer ist super schnell, super stark. Spezialangriff. Aber tankt halt nicht so viel. Aquana ist genau das Gegenteil. Sie wird eher defensiv, kann sich selbst gut heilen. Kann ein paar böse Attacken. So Statusdinger und sowas Triggerndes. Aber ist auch offensiv nicht schlecht. Ja, und Flamara, da wisst ihr ja, was ich drüber denke. Ist dann eher mit Fähigkeit und einem bestimmten Item gut. Kommt halt auf den Spielstil an. So, und zuletzt noch Mondstein auf Pummeluff. Das haben wir auch immer noch nicht gemacht. Nicht vergessen, Leute, ihr könnt jeden Tag einen Mondstein bekommen. Im Haus der Nachahmerin in Saffronia City. Links beim Schrank. Also auf jeden Fall gibt es da keinen Stress. Kommt ihr ohne Probleme ran. Ich glaube, man kann Knuddeluff auch wild irgendwo fangen. Oder? Nee, warte. Oder doch nicht? Ist doch egal. Also an den Pummeluff kommt jeder ran. Und Mondstein wird auch jeder haben. Nächstes Pokémon ist Porenta. Da bin ich, als ich den Pokédex durchgegangen bin, drüber gestolpert und hab mich so gefragt, oh, wo kriegt man denn das eigentlich her? In Pokémon Go war das ein Kontinental-Pokémon. Ich glaube, in Asien konnte man das nur fangen, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, deswegen schlagt mich nicht tot, wenn die Info falsch ist. Jedenfalls, Porenta lässt sich auf Route 12 und 13 fangen. Das ist die lange, lange, lange Route nach Fuxana City von Lavandia aus. Ja, diese Stegroute und dann dieses Labyrinth. Ich habe es jetzt auf Route 12 gefangen. Ist auch relativ schnell aufgetaucht, als ich das Parfüm aktiviert habe. Bisschen blöd, weil wir da ja auch ja schon etwas länger auf die Gräser geachtet haben, als wir storymäßig dort waren. Und da ist es nicht gespawnt. Aber okay, man kann ja nicht immer Glück haben. Jedenfalls, jetzt habe ich es und vergleichsweise bekommt man Porenta hier in diesem Spiel schon ziemlich easy, bin ich der Meinung. Next One Paras entwickelt sich weiter auf Level 24 zu Parasek. Und da ist der Pokédex-Eintrag wie immer sehr interessant.
könnt ja pausieren, wenn es euch interessiert, aber man kennt die Sache eigentlich. Es ist ein Pokémon, was beherrscht wird von diesem Pilz. So ganz The Last of Us-like. Ziemlich gruselig auf jeden Fall. Mauzi entwickelt sich auf Level 28 zu Snubbillycat weiter. Das musste ich auch hochtrainieren, aber ja, das ist nicht so wild mit den ganzen Chanera. Gerade wenn man mit einer goldenen Himbeere und dem Hyperball mal Glück hat beim ersten Versuch, dann gibt's da schon gleich mehrere tausend EP. Am längsten gedauert hat's da noch bei Dratini, welches sich auf Level 30 zu Dragonir weiterentwickelt. Kann man auch auf Route 10 wild fangen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es auftaucht, ist halt nicht so hoch. Was witzig ist, denn die Weiterentwicklung Dragoran ist deutlich einfacher zu bekommen. Dazu muss man einfach nur in den Luftraum von Kanto eindringen. Es klingt jetzt ganz so verbrechensmäßig, aber nein, steigt auf euer Glurak oder so und aktiviert ein Parfüm oder fliegt auch immer schön hin und her. Das spawnen nach einer Zeit hin und wieder mal Dragorans, aber auch Gluraks oder Tauboss, also solche schönen endentwickelten Pokémon. Es ist meiner Meinung nach sogar am einfachsten Dragoran zu bekommen im Vergleich zu Dratini und Dragonir. Was schon ein bisschen traurig ist irgendwo, aber auf der anderen Seite auch ganz gut, für mich zumindest, weil ich keinen Bock hätte, das Dragonir auf Level 55 zu leveln, damit es sich dann zu Dragoran weiterentwickelt. Dann doch lieber herumfliegen und hoffen, dass es erscheint. Hat bei mir im Übrigen auch nicht wirklich lange gedauert. Ich glaube, ich bin auf der Spazierroute 6-7 Minuten hin und her geflogen und dann ist es aufgetaucht. Also ganz easy. Und das hier ist der Pokédex nach momentanem Stand. 144 gefangene Arten, 151 gesehen. Wir werden auch auf 152 Stellen am Ende. Das Melmetal werde ich nicht bekommen, aber das brauchen wir auch nicht zwingend. Glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest. Jedenfalls werde ich mir jetzt die ganzen Pokémon ertauschen, die wir noch nicht haben. Gesagt, getan. Nun haben wir 152 Pokémon gesehen und gefangen. Möglich sind 153 in Pokémon Let's Go. Allerdings, Melmetal, ihr wisst ja, ist nicht ganz so einfach zu bekommen. Und Pokémon Go spiele ich nun mal nicht mehr aktiv. Hab dementsprechend auch keine Lust, Milliarden Melter anzufangen, um diese dann weiterzuentwickeln und nach Let's Go zu tauschen. Also das muss ich mir dann wirklich nicht antun. Zählt ohnehin nicht dazu. Ja, man bekommt den Preis schon mit 150 Pokémon. Denn Melmetal, Meltan und Mew werden nicht berücksichtigt. Was sehr gut ist. Und ich finde die Laufanimation von Slimog eine der lustigsten im Spiel. Deswegen habe ich es ausgepackt. Auch gleich mal in der Alola-Form. Bin gespannt, was Professor Eich zum Pokédex zu sagen hat. Oh, schön dich zu sehen. Was macht dein Pokédex? Du hast bisher 152 Pokémon gesehen und 152 Pokémon gefangen. Wow, du hast ihn vervollständigt! Herzlichen Glückwunsch! Endlich! Dir ist es tatsächlich gelungen, einen absolut lückenlosen, bis auf Melmetal, fantastischen Pokédex für mich zusammenzustellen. Boah! Danke, Domina. Meinen aufrichtigen Dank. Endlich ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Jetzt kann ich in Ruhe sterben. Vielen Dank! Ja, mehr als ein Danke und einen feuchten Händedruck kriege ich jetzt nicht von dir, oder was? Nicht mal einen Gutschein für die nächste Therme, in der du immer deinen faltigen Arsch reinsetzt? Naja, dann müssen wir uns eine ordentliche Belohnung halt von woanders abholen. Ihr erinnert euch vielleicht, in Prismania City gab es das Game Freak Büro. Und dort sollten wir wiederkehren. Zum einen, wenn wir der Champ der Pokémon-Liga sind. Und zum anderen, wenn wir den Pokédex vervollständigt haben. Also schauen wir mal vorbei und erhoffen uns von den werten Herren eine bessere Belohnung. Allerdings muss ich sagen, ich finde es nicht wirklich gut, dass man von Professor Eich quasi nichts als einen Furz bekommt. Ich hätte es besser gefunden, wenn man ein ganz bestimmtes Item eher von ihm
anstelle eines Game Freak Mitarbeiters bekommen hätte. Aber okay, können wir nicht ändern. Ich stelle gerade fest, im ersten Stock war das Büro noch nicht. Dann muss es der zweite gewesen sein. Schauen wir mal. Ja, das sieht eindeutig nach Game Freak aus. Alright, dann glaube ich, dass du das warst, der den Pokédex sehen wollte. Oben links ist noch ein Trainer-Coach aufgetaucht. Ich habe mich natürlich mittlerweile ein bisschen über das Postgame informiert. Das hier ist der Omori, gegen den man ja recht häufig in Pokémon-Games antreten kann. Das machen wir jetzt allerdings nicht, denn das würde den Rahmen sprengen. Das machen wir irgendwann anders. Heute wollen wir wirklich nur die Pokédex-Geschichte und die Meistertrainer machen. Wow, fantastisch. Du hast es tatsächlich geschafft, den Pokédex zu vervollständigen. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du was? Ich stell dir gleich ein Diplom dafür aus. Yo! Diplom erhalten! Für Spieler Domina. Dieses Dokument bescheinigt die erfolgreiche Vervollständigung des Pokédex in Pokémon Let's Go Evoli. Unterzeichnet Game Freak. Schön. In Pokémon Let's Go Pikachu bekommt man dann entsprechend ein anderes Diplom mit Pikachu-Design, ist ja klar. Mal gucken, ob wir das dann auch in Pikachu hinkriegen, den Pokédex zu vervollständigen. Aber bis wir das Let's Playen, wird noch einiges an Zeit vergehen. Hier, das ist ein besonderes Geschenk, mit dem wir diesen Anlass feiern können. Du erhältst einen Schiller-Pin vom Projektleiter! Und hier bin ich der Meinung, hätte man das auch so machen können, dass man dieses Diplom von dem Game Freak-Mitarbeiter bekommt und den Schillerpin von Professor Eich. Oder wieso nicht? Und der Schillerpin verdoppelt, glaube ich? Also zumindest erhöht es die Wahrscheinlichkeit, auf ein Shiny-Pokémon zu treffen. Zeig deinen Pokédex ruhig auch mal den anderen hier. Mach ich. Also Schillerpin wirklich ganz wichtig für Shiny-Hunts. Werden wir ja auch noch machen, damit wir unseren Meisterball noch in Verwendung bekommen. Also schön auf die Abo-Box und den Upload-Plan gucken, um zu sehen, wann der Shiny-Hunt-Stream beginnt. Und wer noch nicht abonniert und die Glocke aktiviert hat, der kann das ja jetzt nachholen. Und ich zeig währenddessen meinen Pokédex rum. Oh, der Pokédex ist komplett. Das ist ja krass. Dein Abenteuer fängt doch gerade erst an. Hä? Ist eigentlich so gut wie vorbei, aber naja. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Das war natürlich nur ein Scherz. Wir haben kaum Content einprogrammiert. Spaß, Leute, das wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Bin eigentlich zufrieden. Ich meine, wir sind jetzt auch im 52. Part. Die meisten Folgen hatten Überlänge. Das passt schon. Herzlichen Glückwunsch zur Vervollständigung des Pokédex. In dem Gesicht sieht man all die Erfahrungen, die du auf deinem Abenteuer gemacht hast, förmlich an. Dein Charaktermodell ist allerdings immer noch dasselbe. Kann also eigentlich gar nicht sein. Oh, vergiss, was ich gesagt habe. Hahaha, ganz witzig. Das ist ein Pokédex vervollständigt? Also was das ganze Programmieren wert? Als ob ihr so viel programmiert habt. So, und sie wollte mich, glaube ich, sehen, wenn wir einen Titel haben. Da kann doch eigentlich nur Pokémon-Liga-Titel die Rede sein, oder? Also Champ. Hallo Pokémon-Trainer. Aber warte, bist du etwa hier, weil du unter anderem einen Titel hast oder unter einem bekannt sein willst? Hä? Pokémon-Trainer? Und außerdem sonst nichts anderes zur Auswahl? Okay. Pokémon-Trainer, ja, das passt zu dir. Okay, kann mir das jetzt mal jemand erklären, was das sollte? Was bringt mir das? Und vor allem, wie bekommt man die anderen Titel? Weil da gibt es ja offensichtlich noch mehr zur Auswahl. Sehr seltsam. Schnall ich nicht ganz. Nun denn. Beginnen wir mit den Meistertrainern. Wir sehen uns gleich beim ersten im Team Rocket Versteck. Was hier ist. Lol. Ah, da ist er ja, der Arbok Meistertrainer. Doch bevor wir ihn herausfordern, erstmal ein paar Worte allgemein zu Meistertrainern. Nach der Pokémon-Liga wurden wir ja informiert, dass in der gesamten Kanto-Region Meistertrainer aufgetaucht sind. 153 sind es an der Zahl, sprich genauso viele, wie es Pokémon in diesem Spiel gibt. Und bei diesen Meistertrainern ist es so, man muss immer
gegen dasselbe Pokémon antreten, das sie auch einsetzen. Und das ist wiederum das Pokémon, das über ihrem Kopf abgebildet ist. In dem Fall Arbok. Sprich, der Kampf wird gleich Arbok gegen Arbok heißen. Und diese Pokémon sind immer auf einem relativ hohen Level. Außerdem, soweit ich weiß, heftige DV-Werte und auch heftige EV-Werte. Also ihr müsst schon euer Pokémon ordentlich vollpumpen mit den Bonbons und DV-Werte sind auch nicht verkehrt. Das Schlimmste ist jedoch, sie verfolgen eine Taktik. Sehr, sehr häufig hat das mit Toxin und Schutzschild zu tun. Das gleiche können wir auf unserer Seite aber auch machen. Werde ich heute allerdings, zumindest jetzt geplant, drauf verzichten. Hängt aber auch davon ab, ob ich es schaffe oder nicht. Denn, ja, es ist schon wirklich eine Herausforderung und das werden wir gleich sehen. Ich bin Arbok-Meister. Ich habe mein Leben der Suche nach dem ultimativen Arbok gewidmet. Oh, du hast aber auch ein starkes Arbok bei dir, sehe ich gerade. Würdest du es gegen mein Arbok antreten lassen? Jo, lass mal machen. Also gut, mein Arbok und ich sind bereit für einen Kampf. Du hoffentlich auch. Dann wollen wir noch mal sehen. So, und die Sache, die mich bei den Meistertrainern halt stört und was auch der Grund ist, warum ich nicht alle mache, neben der Menge, weil ich glaube, alle 153 Meistertrainer zu besiegen, wäre für die nächsten 20 Parts nicht so ganz interessant. Aber der Hauptgrund ist halt wirklich, dass man, gegen jedes Pokémon quasi nochmal antreten muss. Sprich auch gegen die Vorentwicklungen in dem Fall. Also, hier in dem Fall wäre das jetzt Retter an. Und ja, mich stört es halt einfach, weil die Pokémon auf einem hohen Level sind. Und das würde bedeuten, dass man so gut wie jedes Pokémon in den 70er bis 80er Bereich trainieren muss. Also zumindest gibt es sehr, sehr viele Meistertrainer, die Level 75 Pokémon einsetzen. Alle, die wir heute herausfordern, sehe ich auch gerade. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es auch Unterschiede gibt, aber definitiv sind all die Pokémon von den Meistertrainern super stark und super hoch gelevelt. Und es ist halt doch ein bisschen belastend. Oh nice, dass die Parazama greift. Es ist ein bisschen belastend, wenn man jedes einzelne vorentwickelte Pokémon, also Rattan, Carpador, Radfratz, Raupi, all sowas, ja, auf so ein hohes Level trainieren muss, nur um dann gegen diese Trainer antreten zu können. Beziehungsweise, nein, ihr könnt natürlich auch schon vorher gegen sie antreten, aber ist nicht so ganz sinnvoll, weil ihr dann vermutlich in Grund und Boden vernichtet werdet. Deshalb machen wir hier nur eine Art Let's Show der Meistertrainer, weil, ja, ne, erklärt sich von selber. Muss ich, denke ich, nicht weiter erläutern. Ist schon sehr ätzend. Und ich habe mir auch sagen lassen, Alter, what the fuck? Ich habe mir auch sagen lassen, dass die Belohnung dafür das Ganze auch nicht wirklich rechtfertigt. Und ich sehe, wir werden unseren ersten Kampf verlieren, weil dieses Arbok hier eine Fassadetechnik spielt und komplett overpowered ist. Also, muss los. 2 Hits und ich bin tot. Alles klar. Das Schöne ist wenigstens, man muss jetzt nicht zum Pokémon Center rennen, man muss auch keine Items einsetzen. Ich bin sofort wieder einsatzbereit. Aber wenn man bedenkt, dass ich jetzt sogar recht viel Glück mit meiner Paralyse hatte auf dem Gegner und der mich trotzdem 2-Hit KO'd hat, tut ein bisschen weh, ne? Tut ein bisschen weh. Das Ding ist, den ersten Kampf gegen einen Meistertrainer wird man so gut wie immer verlieren. Man weiß halt nur, dass man auf einen starken Trainer mit einem broken Pokémon trifft. Aber man wird wohl in den meisten Fällen nicht die Taktik von diesem Meistertrainer erahnen. So auch hier bei diesem Beispiel, denn hätten wir das Arbok nicht vergiftet, wären wir auch nicht so schnell vergiftet. Paralysiert meine ich. Giftblick aber paralysiert. Kleiner Denkfehler. Hätten wir es nicht paralysiert, hätte es mit Fassade auch nicht so reinhauen können. Jetzt, im zweiten Versuch, wissen wir das. Und gehen direkt auf den Erdbeben, werden nicht paralysieren. Er versucht das natürlich bei uns, ist klar. Damit die Chance, dass wir angreifen, sinkt. Jetzt brauchen wir halt ein bisschen Glück und meinetwegen auch einen Crit. Ach herrje, der hat sogar auch noch Tiefschlag. Alter. Der denkt aber auch an alles, ne? Ist ja richtig eklig. Das ist ja wirklich richtig eklig. Da hätte ich gerne einen Critical Hit als Ausgleich.
Naja, mal sehen. Ich denke mal, er wird jetzt weiterhin auf Tiefschlag gehen. Ist halt auch das Sinnvollste. Nee, Fassade? Ja, okay. Macht vielleicht noch ein bisschen mehr Schaden. Aber wenn ich jetzt noch einmal treffe, dann schaffen wir es eigentlich. Wie ich mein Glück kenne, wird sich jetzt aber die Paralyse bemerkbar machen und alles vernichten. Richtig? Er geht auf Tiefschlag, das killt aber nicht. Doch, wir dürfen angreifen. Okay, ich hab Glück. Ich hab tatsächlich Glück gehabt. Aber hätte nur einmal die Paralyse gewirkt... Ja, jetzt brauche ich den Crit auch nicht mehr. Hätte die Paralyse nur einmal gewirkt, hätte es wieder nicht gereicht. Verdammt. Sind diese Trainer broken? Mir fallen die Worte. So ein starkes Arbok habe ich noch nie gesehen. Wenn sich jemand Arbok-Meisterin nennen darf, dann du. Du wurdest offiziell als Arbok-Meisterin anerkannt. Ach so. Und jetzt kann man die Titel bei dieser Frau ändern, oder was? Ich verstehe. Wir schauen am Ende des Parts nochmal bei ihr vorbei. Es ist schön, jemanden kennenzulernen, der genauso in Arbok vernarrt ist wie ich. Lass uns irgendwann nochmal kämpfen. Muss ich ihn nochmal haben, du. Einmal reicht mir. Auf Route 9 werden wir den nächsten Meistertrainer finden, nämlich den von Vulnona. Ich zeige euch hier jetzt nochmal Julis Shiny Arbok. Denn das war mir leider nicht möglich, es im Rocket-Versteck zu zeigen. Da laufen die meisten Pokémon nicht frei rum. Ziemlich cool. Das Shiny-Pokémon. Wir werden heute auch ausschließlich Shiny-Pokémon einsetzen. Die Gute hat ordentlich gehuntet, wie ihr seht. Wow! Shiny Vulnona allein auf der Overworld schon Bombe, oder? Wahnsinn! Richtig, richtig geil. Aber ist es auch stark genug? Ich bin ein Vulnona-Meister. Ich habe mir vorgenommen, das stärkste Vulnona in ganz Kanto zu trainieren. Wenn du dich mit mir messen möchtest, dann setz doch auch ein Vulnona oben. Was? Ach, man muss die auch noch oben links in die Liste. Was ist denn das für ein unnötiger Scheiß? Warum denn das? Ist Game Freak jetzt gerade ernsthaft zu faul zu programmieren, dass das Spiel von alleine erkennt, dass ich ein Vulnona im Team habe? Das ist nicht deren Ernst. Alter, wie faul kann man eigentlich sein? Ja, moin, ey. Aber gut. Shiny Vulnona gegen normales Vulnona. Beide auf 75. Keine Ahnung, was der für eine Taktik verfolgt, aber wir setzen als erstes Toxin ein. Das Effektivste ist Toxin und Schutzschild. Weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber die meisten Meistertrainer kann man so besiegen. Ist halt nur auch ein Ticken ehrenlos, ne? Wenn man einen partout nicht besiegen kann, dann ist die Technik ja okay. Und manche Meistertrainer nutzen das tatsächlich selber. Allerdings bin ich jetzt kein allzu großer Freund davon, es so zu gestalten. Wenn ich allerdings sehe, dass der gleich Gedankengut einsetzt und danach Hypnose, ja, dann kann man das schon vielleicht nachvollziehen, dass man auf so einen Gegner nicht unbedingt Bock hat. Jetzt hoffe ich nur, dass er keine brutale Attacke raushaut und dass ich schnell wieder aufwache, denn Angriffe kann ich mir sparen. Oh, es kann Traumfresser, wie elendig. Wie elendig. Richtig, richtig dreckig. Aber wir sind schon wieder aufgewacht, Gott sei Dank. Können es verwirren. Das macht noch am meisten Sinn. Weil aufgrund des Gedankenguts... Ja. Okay, macht der Ruckzuck-Hieb noch Sinn. Das stimmt. Aber viel Damage wird das auch nicht machen. Man kann in diesen Kämpfen übrigens auch keine Items einsetzen. Also Heilung oder Statusproblem beiseite schaffen ist nicht. Zum Glück ging die Hypnose daneben. Ein wichtiger Schritt zum Sieg, denn Toxin wird ja auch von Runde zu Runde stärker. Ich glaube, damit haben wir es jetzt schon geschafft. Aber wir hatten in diesem Kampf auch das nötige Glück auf jeden Fall. Nächstes Toxin könnte schon killen. Erst recht, wenn es sich jetzt selbst verletzen sollte. Tut es aber nicht. Anstatt aber jetzt Hypnose einzusetzen, geht es nochmal auf Gedankengut, was völliger Unsinn ist. Ich greife ja gar nicht aktiv an. Und wie gesagt, Ruckzucki bist physisch. Da kannst du noch so sehr Gedankengut machen. Das bringt dir nichts. Auch Toxin juckt das null.
weswegen es jetzt down geht. Zwar nicht durch die Verwirrung, aber durchs Toxin. Wie gesagt, wir hatten Glück. Aber darf man ja auch mal haben, oder? Passt schon. Vulnona besiegt. Wenn die mit fiesen Taktiken kämpfen, dann tun wir das auch. Einfach unglaublich. Dann Vulnona ist zu stark für mich. Wenn sich jemand Vulnona-Meisterin nennen darf, dann du. Danke! Ich freue mich auf den nächsten Kampf zwischen uns zwei Vulnona-Liebhabern. Ich suche mal jemand anderen auf. Nice. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht gezeigt. Aber auf Starmie kann man ebenfalls reiten. Und das an Land? Crazy shit. Finde ich heftig. So. Shiny Starmie gegen normales Starmie. Ich habe mein Leben der Suche nach dem ultimativen Starmie gewidmet. Wenn du gegen mich kämpfen möchtest, dann setz einfach ein Starmie nach oben links in deine Liste. Hab ich doch gemacht, verdammt. Hab ich vergessen oder was? Meine Füße, Digga. Was soll denn das, ey? Also da kann auch wirklich niemand das in irgendeiner Weise verteidigen, dass es einfach nur faul programmiert. Die haben gesagt, yo, das Pokémon muss an erster Stelle sein, sonst geht der Kampf nicht los. Als ob das irgendeine scheiß Rolle spielt, Mann. Übrigens ist euch aufgefallen, dass der Soundtrack, der hier spielt, nochmal ein Ticken anderer ist, als gegen die normale Trainer. Also man merkt schon, dass man ihn ein bisschen verändert hat. Es ist ein kleiner Remix und es klingt sehr, sehr geil. Aber warum zur Hölle ist denn Julis Starmie underleveled? Als ob ich das jetzt underleveled bestreiten darf. Okay, ich schätze mal, es wird Lichtschild, Reflektor, Genesung und Toxin drauf haben. Toxin geht daneben? Verarsch mich nicht, Mann! Ne, Psywelle kommt. Willst du... What the f... What the... Zweimal daneben? What? Das kann nicht wahr sein! Naja, gut. Jetzt hat es endlich getroffen. Allerdings. Also, jetzt ein klitzekleines Problemchen, wenn wir schon so gut wie tot sind. Selbst wenn ich jetzt auf Genesung bleibe, denke ich nicht, dass wir diesen Kampf noch gewinnen können. Oder? Es wird sehr spannend diesmal. Ja, aber Leute, ihr könnt schon sehen. Komprimator hat er noch, alles klar. Ihr könnt schon sehen, ohne Toxin ist man wirklich aufgeschmissen. Toxin ist die wichtigste Attacke im Kampf gegen Meister Trainer. Ganz, 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 ganz eklige Sache. Jetzt kann mir zum Glück auch sein Lichtschild und sein Komprimator egal sein, weil wir gar nicht mehr aktiv angreifen werden. Wobei, ich kann jetzt schon eine Psychokinese raushauen, warum nicht? Er stellt aber gleich wieder ein Lichtschild auf, weshalb das jetzt so gut wie gar nichts abziehen wird. Ja, also hätte ich mir im Endeffekt dann doch sparen können. Wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen, wenn ich das Starmie losgeschickt hätte, Klopapier zu kaufen oder so. Wie auch immer, ich greife trotzdem nochmal an, Blutstrahl. Oder war das jetzt leichtsinnig? Nee, geht noch klar, oder? Ey, aber sag mal, warum geht denn so gut wie jede Attacke daneben? Klar, jetzt hat er einmal Komprimator eingesetzt, aber was denn da los in dem Kampf? Das ist ja der Wahnsinn, du! By the way, es lohnt sich auch, die Meistertrainer bis zu einem gewissen Grad zu besiegen. Also, alle zu besiegen. Ich weiß nicht genau, was man bekommt. Ich glaube, irgendeinen besonderen Titel oder sowas. Und das lohnt sich halt nicht wirklich. Aber, wenn man 6 Meistertrainer besiegt hat, dann kann man einen ganz bestimmten Trainer erscheinen lassen. Dazu dann aber in einer anderen Folge mehr. Mir fehlen die Worte. So ein starkes Starmie habe ich noch nie gesehen. Wenn sich jemand Starmie-Meisterin nennen darf, dann du. Wow, dass wir das ernsthaft noch hingebogen haben. Es ist schön, jemanden kennenzulernen, der genauso ein Starmie-Fanat ist wie ich. Lass uns irgendwann wieder kämpfen. Aber ich glaube, der hatte auch keine Genesung, ne? Ziemlich dämlich für ihn, vor allem wenn er als Meistertrainer gilt. Gerade haben wir einen Meistertrainer underleveled besiegt. Nun wird das Gegenteil der Fall sein. Mit einem overlevelten Galopper fordern wir den Galoppermeister heraus. Ich bin Galoppermeister.
Ich habe mir vorgenommen, das stärkste Galopper in ganz Kanto zu trainieren. Wow, das Galopper in deinem Team sieht unheimlich stark aus. Würdest du es gegen meinen Galopper antreten lassen? Lass kämpfen, komm. Alles klar. Dann steht jetzt ein Kampf zwischen zwei Galopper an. Bin mal gespannt. So, und ich komme jetzt auch zu einem kleinen Fazit zu den Meistertrainern. Ich muss sagen, mein Ding ist es nicht. Ich appreciate es, dass die Entwickler sich Gedanken gemacht haben, wie sie eine Herausforderung für erfahrene Spieler in ein Spiel einprogrammieren können, welches sich nicht an erfahrene Spieler richtet. Allerdings ist das für mich eher ein Ding, was mehr Schein als Sein ist. Ja? Man ist gezwungen, entweder brutal zu grinden und nicht nur das, eben auch brutal viele Bonbons zu erspielen, da man ansonsten keine Chance gegen den Gegner hat. Und apropos keine Chance, ich habe falsch begonnen. Oder einfach Pech gehabt. Wir brechen den Kampf ab, lol. Ich gebe auf. Ich hätte wohl gleich auf den Bora gehen sollen, naja. Wusste ja nicht, dass der mich einschläfert, also das habe ich jetzt im Galopper wirklich nicht erwartet. Aber gut. Das ist eben eines der positiven Dinge. Man sieht hier Techniken, die man vielleicht bei dem bestimmten Pokémon nicht erwartet hat oder noch nie gesehen hat und lernt auch ein bisschen dazu. Es ist durchaus eine Herausforderung, diese Trainer zu besiegen, aber wie ich bereits sagte, man ist entweder gezwungen, brutal zu grinden, und allein das mit den Bonbons ist ja schon super furchtbar, weil du brauchst am Ende auch irgendwann die Galopper-Bonbons, um es ordentlich hochleveln zu können. Und du kommst halt nun mal an die Bonbons von dem jeweiligen Pokémon nicht so leicht ran. Ne? Also das ist schon ziemlich ätzend. Oder Variante 2, du spielst... ja, unfair, muss ich schon fast sagen. Mit Toxin und Schutzschild. Worüber ich auch gerade nachdenke, weil wenn ich sehe, wie wenig Schaden ich mit dem Schlagbohrer mache und er auch noch schneller ist als ich, obwohl ich den Level drüber bin, nein, 11 sogar, dann kriege ich leicht das Kotzen. Wir werden den jetzt wahrscheinlich wieder nicht besiegen, aber ja, typisch, typisch. Dass das mit dem Toxin dieses Mal geklappt hätte, das konnte ich ja nicht wissen. Meine Fresse. Okay, dann werde ich euch hier jetzt mal den finalen Versuch einblenden. Versuch Nummer 6. Mittlerweile einige Bonbons intus. Um ehrlich zu sein, alle, die irgendwie möglich waren, gerade hinsichtlich KP und Init. Allerdings scheint mein Gegner eine abnormale Initiative zu haben. Denn, oh, er trifft mal nicht. Ja, danke schön. Denn obwohl wir 11 Level drüber sind und ein Init über 300 haben, outspeeden wir den Gegner dennoch nicht. Alles klar. Aber dass er jetzt mit dem Schlagbohrer gemisst hat, ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Wenn wir jetzt... nein. Das ist nicht geschehen. Als ob ich gerade auch nicht getroffen habe. Okay, kleiner Hoffnungsschimmer. Er wollte für Hypnose gehen und hat nicht getroffen. Wieder gegen landenden Crit, was den Miss von vorher wieder etwas relativiert. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Ach du Scheiße. Aber es ist trotzdem ultra knapp. Ich muss eigentlich darauf hoffen, dass er sich nochmal auf Schlagbohrer setzt und daneben haut oder viel, viel besser nochmal auf Hypnose geht, weil das ist jetzt mittlerweile irrelevant. Oder killt. Ah, okay. Toxin killt schon. Gott, ich krieg schon keinen Satz mehr raus, weil ich so perplex bin hier, was abgeht, Alter. Meine Güte. Sehr lucky. Einfach unglaublich. Dein Galopper ist zu stark für mich. Wenn sich jemand Galoppermeisterin nennen darf, dann du. Okay. Ja, also wie ich schon sagte, Leute, für mich ist das jetzt nichts. Es ist eine Herausforderung, ja, aber eine sehr künstliche und für mich persönlich auch mit sehr, sehr viel Zeitaufwand und Frust verbunden. Ist ja schön und gut, dass du nach einem Fail auch direkt wieder einen neuen Versuch starten kannst, aber irgendwie fehlt mir der Sinn in dem Ganzen. Also eine andere Challenge hätte ich mehr gefeiert.
Das ist einfach... einfach alles ein bisschen komisch. Und wirklich Lust, diese ganzen Erstentwicklungen auf ein brutales Level hochzutrainieren, habe ich halt auch nicht. Deswegen bin ich jetzt kein allzu großer Fan der Meistertrainer. Aber gerne dürft auch ihr eure Meinung in die Kommentare posten. Was haltet ihr davon? Ist das ein schöner Postgame-Content, der herausfordert? Oder hättet auch ihr euch etwas anderes gewünscht? So, und wir sehen bereits, wir können uns hier tatsächlich einen anderen Titel aussuchen. Jeden Meistertrainer, den wir besiegen, dessen Titel erhalten wir. Und wir werden dann unter anderem im Pokémon Center auch drauf angesprochen. Also man ist tatsächlich dann kantoweit mit diesem Titel bekannt. Mehr bringt es einem allerdings auch nicht. Und wenn man alle Meistertrainer besiegt hat, dann bekommt man nochmal so einen ganz besonderen Titel. Ja, ist für mich jetzt auch nicht wirklich den Aufwand wert. Wie dem auch sei, jedenfalls werde ich trotzdem noch insgesamt 6 Meistertrainer besiegen, damit wir einen ganz bestimmten Trainer herausfordern können. Wer das ist, das werdet ihr schon bald erfahren. Bis zur nächsten Folge von Pokémon Let's Go Evoli. Ich hoffe, es hat gefallen. War auf jeden Fall ein verdammt aufwendiger Part, auch wenn es vielleicht nicht so rüberkommt. Aber die Folge hat etliche Stunden gefressen. Alter Schwede.